Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch nochmal, was man mit den Farben und den Medien von Maya's Memories noch so alles machen kann. Ich hatte nochmal Lust, sowas richtig schön Antikes zu machen, was so, ja, was aussieht, als hätte schon 1000 Jahre unter der Erde gelegen. Und da kamen mir die neuen Molds von IOD doch gerade recht. Das ist einmal die Persephone und dann dieser Felicity, heißt es, glaube ich. Das sind ganz dicke Rosen, aber wirklich ganz tolle Mold. Die Rosen sind richtig dick und dreidimensional und das zusammen kombiniert, finde ich, sieht wunderschön aus. Und dann auch noch mit Farben und Medien von Maya's Memories. Aber als erstes musste man natürlich mal die Formen benutzen. Ich habe mich für Hearty Light entschieden. Da arbeite ich ja eigentlich ganz selten mit, aber es durfte halt auch nicht zu schwer werden. Und wenn man eine lufttrocknende Modelliermasse nimmt, die wird doch dann schnell mal sehr schwer. Ich schneide mir das Hearty, wenn ich jetzt größere Flächen habe, das schneide ich mir das Hearty gerne mal in Stücke und die ich dann erstmal einbringe in die Form. Also das heißt, ich mache erstmal eine dünne Schicht Hearty rein, sodass auch wirklich die Einzelheiten der Form wunderbar abgebildet werden auf dem Hearty. Man hat oft bei den Modelliermassen und auch bei Hearty das Problem, dass es nicht so schön abformt und dass es nicht so toll aussieht. Und Risse können hier ruhig entstehen, weil es soll ja alt und wirklich antik aussehen. Also wenn da jetzt Risse entstehen beim Trocknen oder auch überhaupt so beim Anbringen in der Form, dann ist das gewollt und da nimmt man dann auch gerne eine Modelliermasse oder auch das Hearty, weil wenn man mit Resin gießt, sieht es ja immer perfekt und glatt aus und bei einem Bild, was antik und wie von einem Archäologen gefunden aussieht, ist das natürlich die Wirkung wesentlich besser. So, dann fülle ich die Form weiter auf mit Hearty, weil ich möchte ja schon eine dicke Dreidimensionalität haben. Das heißt, ich nehme einfach weitere Stücke, die ich dann hinten aufdrücke, auch mal mit einer Rolle, hier so einer Walze nachhelfen. Es soll ja eine richtig dicke Dreidimensionalität entstehen, auch passend zu den Rosen, die ich euch gleich zeige. So, den Überschuss immer so ein bisschen seitlich wegdrücken. So, und dann hat man eigentlich schon fertig. Meine Persephone hat jetzt einen Schmiss im Gesicht, als hätte sie in einer, wie hieß die Burschenschaft mitgemacht früher und sich mit einem Degen duelliert. Aber egal, es soll ja aussehen, es soll ja alt aussehen, es soll antik aussehen. Ja, und dann hatte ich noch diese neue Form, Felicity. Das sind wirklich richtig schöne, dicke Rosen. Also das kann man hier im Video gar nicht zeigen, wie dick die Form alleine schon ist. Die ist schon also fast 4 cm dick, die ganze Form. Und die wird also genauso mit dem Hearty immer Stücke Hearty reindrücken und dann wische ich mit dem rechten Daumen oder bei Linkshänder mit dem linken Daumen, drücke ich dann das Hearty in die Form rein und wische dann nach außen hin ab. Die Formen von IOD haben auch wunderschön außen wieder so eine kleine Erhöhung, so eine Umrandung. Und da kann man das überschüssige Hearty so wegwischen oder wegdrücken, die Reste dann so rausdrücken. Also das funktioniert super. Also diese Form mit den Rosen kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also wunderschön, wer gerne mit Rosen arbeitet und auch drei richtig schöne, dicke, dreidimensionale Rosen haben möchte. Also dafür ist die Form einfach nur super geeignet. Beim Ausformen mache ich das mit den größeren oder längeren Teilen, dann lege ich das halt
auf dem Bauch, sagen wir mal so, und dann löse ich die vorsichtig aus der Form. Wer sicher gehen will, der macht vorher in die Form so ein bisschen Talkum rein, also ein Babypuder oder auch eine Haushaltsstärke, hier so ein Stärkepulver, ein bisschen ganz dünn einpudern, bitte nicht zu viel, puste das vorher aus, bevor ihr dann nochmal die Masse eindrückt, damit es nicht zu viel Puder drin ist, aber dann lösen sich die Formen immer besser raus, die Rosen jetzt in diesem Falle. Also die Form hier ist definitiv super gemacht für Modelliermassen. Es sind keine großen filigranen Teile drin, also lässt sich super mit Modelliermasse verarbeiten. Die Persephone sowieso. Übrigens war Persephone bei den Griechen die Göttin der Unterwelt, aber auch gleichzeitig die Göttin der Fruchtbarkeit. Eine interessante Geschichte, einfach mal googeln, was die Persephone so alles gemacht hat. Ich habe mich hier für die Umrandung natürlich und für dieses längere Teil entschieden. Da hat man direkt ein paar Meter, die man dann festkleben kann. Ich klebe die Teile direkt mit Expresskleber auf. Auch die Persephone ist ja schon aufgeklebt. Weil das, das Hati, wenn es trocknet, zieht sich ein bisschen zusammen. Aber nicht jetzt so extrem. Und wenn ich das jetzt schon direkt aufklebe, weil mit Heißkleber das funktioniert nicht, das hält nicht. Deswegen klebe ich die mit Expresskleber auf. Und ich klebe die an den Rand, wie ihr hier seht, dass es auch ein bisschen über den Rand übersteht und biegt das dann so ein bisschen an die Seite. Ich habe mir da so ein Art Panel von La Blanche genommen. 20x30 ist es groß. Und das ist ja fast 5 cm dick. Und da kann man den Rand ruhig ein bisschen überstehen lassen, dass der so ein bisschen überhängt zur Seite hin. Und dann nicht nur diese dünne Bordüre, sondern auch ein paar dicke Rosen rausgesucht, die ich dann dazwischen gesetzt habe. Und ich finde, es sieht wunderschön aus. Und vor allen Dingen, diese extreme Dreidimensionalität kommt natürlich total zur Geltung. So, die Farbe Algae habe ich hier genommen von Myers Memories. Und ich nehme auch noch das Vintage Powder dazu. Vintage Powder ist so ein Kalkpulver. Ich glaube, es wird aus Muschelschalen, also Muscheln gemahlen und Kalk. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen wie ein Gipspulver, wenn man es so sieht und von der Konsistenz her. Und ich gehe immer wieder mit dem Pinsel da rein und dadurch wird die Farbe auch sehr dick und bekommt diesen Steinstruktur. Also es ist wirklich so eine sandige Steinstruktur, die da entsteht. Und ich nehme immer wieder von dem Pulver dazu. Allerdings aufpassen, das Gesicht von Persephone nicht zu viel von dem Pulver nehmen, weil sonst entgleiten der Dame sämtliche Gesichtszüge. Man sieht nämlich dann nachher weder Augen noch Mund, wenn man zu viel von dem Pulver nimmt. Bei den Rosen genau das Gleiche. Ich nehme dieses Pulver hauptsächlich, um einen Übergang zwischen dem Untergrund von dem Art Panel und dem Ornament, was ich aufgeklebt habe, hinzubekommen. Die haben sich beim Trocknen ein bisschen verzogen, habe ich ja schon gesagt, durch den Kleber nicht so sehr, aber es entstehen dann Hohlräume oder kleine Ränder, die halt ja, offen stehen. Und mit der Farbe zur Verbindung mit dem Vintage Powder kann ich da wunderschöne Übergänge zaubern, dass es nachher wirklich wie aus einem Guss aussieht. Und wie gesagt, auch bei den Rosen aufpassen, nicht zu viel, bei den größeren Rosenblüten, bei den kleinen auch nicht, weil sonst sieht man nachher wirklich die Form der Blüte nicht mehr so schön. So, nicht vergessen, auch den Rand schön anstreichen.
und dann das Ganze gut trocknen lassen. So, ihr seht hier so, das Pulver wird hier und da so ein bisschen sichtbar auf dem Bild. Und dann habe ich, ja, jetzt fällt mir die Farbe wieder nicht ein. Es ist ein Braunton, ein dunkler Braunton. Ihr guckt am besten in die Materialliste, da sind die Farben alle aufgezählt, die ich genommen habe. Aber hier male ich jetzt ganz grob an, und zwar so vor allen Dingen, dass es in die Vertiefungen reinkommt. Ne, man muss halt immer noch ein bisschen von dem Grün muss sichtbar bleiben, aber die Vertiefungen, die sollen schön gefüllt werden mit diesem Braunton. Ich fällt gerade wirklich der Name nicht ein. Während dem Malen habe ich keinen Vintage Powder genommen. Ich mache jetzt zum Schluss noch ein bisschen Vintage Powder drauf, wo ich üppig hier und da das Pulver anbringen. Das kann ruhig auch nachher weiß bleiben und zu sehen sein, weil kommen ja noch mehr Farbschichten drauf und dann fällt das alles nicht mehr so ins Gewicht. Als nächstes habe ich dieses Powder Rose, heißt es glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein Rosa. Kein gewöhnliches Rosa, sondern ein dreckiges Rosa. Oder heißt es Vintage Rose? Wie gesagt, guckt bitte in der Materialliste. Ist für mich im Nachhinein immer nicht so einfach, wenn ich die Videos vertone, dann noch die Farben zu erkennen. Aber ich glaube, Vintage Rose heißt es. Da habe ich jetzt nur die Rosen mit angemalt, sonst nichts. Und dann habe ich mir einen weiteren Grünton rausgesucht, ein helles Grün, das Algae wieder ist es, glaube ich. Und mache damit die Zwischenteile zwischen den Rosen, die Blätter und die Ranken. Die mache ich dann so ein bisschen grob grün. Also wirklich nicht sauber arbeiten, weil das Ganze ist ja 2000 Jahre alt. Ne? Und es soll halt zumindest so aussehen. Deswegen einfach nur so ein bisschen hier und da, auch nochmal ein bisschen am Rand entlang. So. Und dann haben wir eigentlich den Grund schon mal fertig von dem Bild. Das Ganze jetzt wirklich gut trocknen lassen. Weil jetzt hatte ich leider kein Vintage Beige mehr von Myers Memories. Und da habe ich mir dann noch die Farbe Bisque von Pentart dazu geholt. Das ist so ein Beige, so ein, ja, oder ein Cremefarben. Also ich würde sagen, so ein helles Beige ist das. So, und dann fange ich erstmal an mit der Trockenwischtechnik, also das heißt mit wenig Farbe, die Persephone schön zu machen. Die bekommt jetzt eine wunderbare Grundierung. Wie heißt das in der Kosmetik? Egal, wird auf jeden Fall jetzt wunderschön mit der Farbe verschönert. Ich möchte, dass die Persephone halt wirklich hervorsticht. Da habe ich ein bisschen zu viel Farbe genommen, also ganz schnell verteilen, damit es nicht so auffällt. Und die Zwischenräume zwischen den Rosen, dem Rosenrahmen und der Persephone, da nehme ich dann richtig Farbe auf. Also da kommt mein Pinsel richtig in Fahrt. Mit viel Farbe, ist ja bei mir eigentlich selten. Also hier nicht in Trockenwischtechnik, sondern wirklich bis zum Rand zu den Rosen und zu der Persephone mit dieser Farbe einen Hintergrund erzeugen. Mit dem Restfarbe, die immer am Pinsel bleibt, immer weitermachen mit der Trockenwischtechnik. Nicht nur Persephone, auch die Rosen werden damit bearbeitet. Und jetzt müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr einen Übergang zwischen diesem beigefarbenen Hintergrund, den Rosen und Persephone bekommt. Das heißt, die Ränder von dem Hintergrund, wo ich mit dem Pinsel da dran gehen und in den Rand reinmalen und dann mit der Restfarbe so ein bisschen hochziehen über die Rosen, über den Rosenrahmen. Das gibt einen ganz tollen Übergang, das wirkt total echt und schön
Und ja, macht euch da wirklich ein bisschen Arbeit mit, damit das wirklich wie so ein Übergang aussieht, als hätte man jetzt diese Figur oder diese Büste aus dem Stein herausgeholt. Auch den Rand nicht vergessen, weil da steht ja auch ein bisschen über noch von den Rosen, habe ich ja extra diese Bordüren ein bisschen über den Rand hängen lassen. So, und jetzt noch ein paar Feinheiten und dann ist die Dame schon schick und fertig. Bisschen Pulver noch dazu. Ja, das wische ich noch so ein bisschen durch, noch Pulver so zwischen Dame und Rosen von diesem Vintage Powder und dann ist das schon fertig. Dieses Pulver dient dazu, wie ihr jetzt hier seht, dass das, als hätte man es gerade ausgegraben und da hängt noch ein bisschen Sand oder ein bisschen Dreck dran. Ja. So, und hier könnt ihr dann sehen, wirklich wie toll das aussieht, wie toll diese Wirkung ist von dem Medium in Verbindung mit den Farben. Also da ist wirklich Myers Memories ein ganz tolles Produkt gelungen mit dem Vintage Powder. Und ja, ich finde, es sieht toll aus, sieht total schön und antik aus. Was Tolles für den Garten, für die Terrasse. Und ich wünsche euch wie immer eine kreative Zeit.